Wir begrüßen die zahlreichen Vorschläge von CDU und FDP zur Vorlage 628. Die CDU betont hier nochmal deutlich, dass es ein besonderes Anliegen des Oberbürgermeisters ist, die Klimakrise einzudämmen, was sich unter anderem auch in der Ausrufung des Klimanotstandes zeigte. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit von Konzept und Maßnahmen für eine Klimaneutralität anerkannt. Da aus wissenschaftlicher Perspektive belegt ist, wie dramatisch sich jede zeitliche Verzögerung in diesem Prozess auswirkt, gehen wir davon aus, dass sich auch die Ratsparteien der Dringlichkeit der Umsetzung bewusst sind und, wenn es auch nicht so dargelegt ist, eine hundertprozentige Klimaneutralität bis 2030 gemeint ist. Die Wissenschaft rechnet vor, jeder Euro, der heute nicht in Klimaschutz investiert wird, wird in Zukunft 2 bis 15 Euro kosten. Also alles, was wir heute machen, lohnt sich wirklich sehr. Und es sind viele gute Anregungen in den Anträgen der CDU und FDP und anderen Bestreben zur regionalen Erzeugung von grünem Wasserstoff. Da wird zum Beispiel die Wasserstoffinitiative Münster genannt, die Anlagentechnologie entwickelt, um Energierückgewinnung aus Abfall zu ermöglichen. Dabei wird über verschiedene Schritte aus den Kohlenwasserstoffen in unserer Müllsynthese Biowasserstoffgas, wie Sie es selber nennen, erzeugt. Dieses Voranschreiten bei einigermaßen etablierten Technologien ist überaus zu begrüßen. Andere Power-to-Gas- und Power-to-Liquid-Verfahren sind dabei ebenfalls besonders wertvoll. So hat beispielsweise Norwegian Airlines bereits eine Kooperation mit einer Dresdner Firma abgeschlossen, um den norwegischen Inlandsverkehr komplett mit grünem Synthese-Kerosin zu versorgen. Die Erfahrungen mit Diesel sind dabei sehr gut, bis zu 70% Wirkungsgrad bei der Produktion von Synthese-Dieseltreibstoffen sind möglich aus den Verbrennungsprodukten. Allerdings, dafür werden hochreine Rohstoffe verwendet. Die WEM möchte nun Abfall verwenden. Es ist also fraglich, was da passieren könnte. Und zum Beispiel die Abfallwirtschaft Münster klagt immer wieder über Verunreinigung im Müll. Der würde ja auch dann bei der WEM ankommen und entsprechend müsste der Wasserstoff vorbereitet werden. Insgesamt senkt dies, wie auch die zahlreichen Schritte in der Produktion, beispielsweise die Verflüssigung des Wasserstoffs, die Effizienz der Wasserstoffgewinnung und erhöhen daher die benötigten Menge Energie pro Kilogramm Wasserstoff. Die Anlage ist ein guter Schritt in eine richtige Richtung, wirft jedoch weitere Fragen auf. Wie hoch ist der lancierte Wirkungsgrad, also wie viele Kilowattstunden Strom müssen in eine Kilowattstunde Wasserstoff benutzt werden, investiert werden? Was passiert zum Beispiel mit den Abfallresten und welcher Müll wird denn verwendet? Ist es der Hausmüll aus Münster oder die Gülle, die wir ja normalerweise auf die Felder ausbringen, wofür uns die EU auch verklagt aufgrund der hohen Nitratbelastung? Also geht es hier wirklich darum, etwas Gutes zu tun oder vielleicht echten Müll loszuwerden? Innerhalb der Scientists for Future Community werden Power-to-Gas-Projekte als äußerst vielversprechend angesehen, da sie dank der chemischen Speicherung von Energie die Batterieproblematik umgehen und bereits gut in unsere bestehende Infrastruktur eingespeist werden können. Die höchste Hürde sind allerdings der inhärent niedrige Wirkungsgrad von der Energiegewinnung über die Produktion des Wasserstoffs bis zu dessen Verbrennung im Vergleich zu einer Direktnutzung des Stromes, beispielsweise in Haushalten. Volkswagen selbst hat da eine schöne Grafik dazu vorgelegt, die zeigt, wie viel schlechter Synthese ein Wasserstoff im Vergleich zu einem E-Auto ist, wenn man es motorisiert. Essentiell ist also, dass die Nachfrage auch in der Region bedient wird. Sollte es in der Region eine hohe Wasserstoffnachfrage geben, stellt sich die nächste Frage. Kann Münster die entsprechenden Energiemengen überhaupt zur Verfügung stellen oder müssen wir importieren? Wird die regional produzierte Energie eigentlich mehr benötigt, um beispielsweise die BewohnerInnen von Münster zu versorgen? Denn am Ende, wir als MünsteranerInnen werden besonders wenig Wasserstoff benutzen. Wir werden kaum Mobilität damit erleben und wir werden sie auch wenig zu Hause benutzen. Dementsprechend ist die Frage, wofür wird diese Energie am Ende verwendet oder wird sie einfach nur exportiert? Vielen Dank.